Manchmal gibt es so Videos, die sind eine ganz, ganz schwere Geburt. Du willst ein Video aufnehmen, aber es ist alles verkehrt. Das Licht ist scheiße. Dann sind da auf einmal fette Fliegen, die um dich rumsummen und dich in den Wahnsinn treiben. Dann, weiß ich nicht, dann klingelt wer, dann ist Lärm auf der Straße, dann ruft dich wer an und es geht alles drunter und drüber. Und dabei willst du doch eigentlich nur dein kleines Video aufnehmen, ne? Das ist eins von diesen Videos hier. Es ist jetzt, also, ja, sind jetzt bestimmt, also das ist jetzt bestimmt der, weiß ich nicht, zehnte Versuch, dieses Video aufzunehmen, weil halt die ganze Zeit am Anfang immer irgendwas schief ging oder irgendwas nicht gepasst hat. Muss man mit Humor nehmen und halt einfach weitermachen, ne? Wie das im Leben so ist, ne? Was ich erzählen wollte, warum ich, also der Inhalt dieses Videos soll folgender sein. Ich wollte über diese, wie soll man sagen, Bibelpassage, oder das ist schon zu viel gesagt, eigentlich über dieses, über diesen Satz, über diesen Spruch, über diese Formulierung sprechen. Bevor Abraham war, ich bin. Wie sagt man, Bibelvers? Keine Ahnung. Ne? Ich habe halt vom Christentum, von der Bibel natürlich naturgemäß kaum Ahnung, weil ich eben halt kein Christ bin und mich damit noch nie in dem Sinne beschäftigt habe, dass ich halt irgendwie groß die Bibel gelesen habe oder Texte über die Bibel gelesen habe oder dergleichen. Es ist also gewissermaßen ein Kommentar eines sozusagen neutralen Dritten, wenn wir so wollen, oder eines relativ unvoreingenommenen Betrachters oder wie auch immer wir das formulieren wollen. Ich spreche also nicht als Bibel-Insider, als Christ, sondern als jemand, der davon halt, wie gesagt, eigentlich gar keine Ahnung hat. Und eben sozusagen von außen das kommentiere, ne? Und ich sehe halt eben als sozusagen außenstehender Betrachter, neutraler Dritter, sehe ich diese Passage, diesen Vers, wie immer man das dann nennt, halt als super prägnante Formulierung, um zum Ausdruck zu bringen, dass eben bevor da Manifestation sein kann, und mit Manifestation meine ich jetzt Gegenstand von Wahrnehmung, also Bewusstseinsobjekt, also etwas Erfahrbares, etwas Wahrnehmbares, etwas Beobachtbares, etwas Erlebbares, etwas, was du mit deiner Aufmerksamkeit erfassen kannst. Das meine ich jetzt hier in diesem Kontext mit Manifestation. Ich meine das also im weitesten Sinne, ne? Bevor da Manifestation sein kann, bevor Abraham war, bin ich. Da muss also zunächst sozusagen das betrachtende Subjekt sein, der Betrachter, der Wahrnehmer, der Beobachter, damit dann da etwas wahrgenommen, betrachtet, erlebt, erfahren werden kann. Das deckt sich auch mit der Quantenphysik, ne, mit der Quantenwissenschaft. Da sind sozusagen Energiewellen, da ist Energie und erst durch den Akt der Beobachtung kollabieren diese Wellen dann quasi in Manifestation, nehmen Form an. Mit anderen Worten, das, was wir jetzt sehen, was du siehst, was ich sehe, was alle anderen Lebewesen gerade eben so sehen, hören und in allen anderen Formen eben wahrnehmen, also sowohl Wahrnehmung der sogenannten Außenwelt, sprich Sinneseindrücke, als auch Wahrnehmung der sogenannten Innenwelt, sprich also Gedanken, Gefühle, Vorstellungsbilder und der ganze Kram, ganze mentale Kram. All das ist ja Wahrnehmung. Also wir nehmen unsere Sinneseindrücke wahr, wir nehmen unsere Gedanken und Gefühle wahr, wir nehmen unsere Erinnerungen, Vorstellungsbilder und so weiter wahr. Wir nehmen die Welt wahr und wir nehmen unsere Innenwelt wahr. Und das ist ja alles, was wir erfahren, erleben, beobachten, wahrnehmen. Daraus besteht unser Leben, ne? Der sozusagen fortlaufende Strom von Wahrnehmung, Erfahrung, Erleben, wie immer wir das nennen wollen. Das alles sind ja Bewusstseinsinhalte, Bewusstseinsobjekte. Das alles ist Manifestation. Und wenn wir eben in diesem Bibelvers, bevor Abraham war, ich bin, wenn wir da eben Abraham mit Manifestation gleichsetzen, dann ist eben das Ich bin, was schon vorher da war, sozusagen unmodulierte, reine, pure Existenz. Da ist zuerst mal das wahrnehmende Subjekt,
Der Beobachter, der Wahrnehmer, der Erfahrer. Und dann im zweiten Schritt ist dann eben das Wahrnehmen von Gedanken, Gefühlen, Sinneseindrücken, blub, 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 von Manifestationen, von Bewusstseinsinhalten. Mit anderen Worten, da muss erstmal Bewusstsein sein, damit es Bewusstseinsinhalte geben kann. Ne? Bevor Abraham war, ich bin, bevor es Bewusstseinsinhalte, Gegenstände von Wahrnehmung, Objekte von Erfahrung geben kann, bevor es Manifestation geben kann, bevor es Bewusstseinsinhalte geben kann, muss es erstmal Bewusstsein geben. Abraham steht also für Bewusstseinsinhalte, für Manifestation, für die Gegenstände unserer Aufmerksamkeit, unserer Erfahrung, unserer Wahrnehmung, für das, was wir erleben, was wir wahrnehmen, was wir beobachten. Dafür steht Abraham und ich bin, naja, ist eben ich, das wahrnehmende Subjekt. Also du, deine Eltern, meine Eltern, der Vogel da hinten, die Katze da unten, alle Subjekte, die irgendwas wahrnehmen, die irgendwas erleben, die irgendwas erfahren, sind ich bin. Aus ihrer subjektiven Innenperspektive sozusagen. Ne? Und dann natürlich alle Erfahrung, alles Erleben, alle Manifestation, alle Bewusstseinsinhalte immer nur von wahrnehmenden Subjekten wahrgenommen werden können. Mit anderen Worten, die Summe aller Existenz ist die Summe aller Wahrnehmungen. Ja? Deswegen gilt das natürlich ganz universell. Bevor Abraham war, ich bin. Bevor es Bewusstseinsinhalte geben kann, muss da erstmal Bewusstsein sein. Und dieses eine universelle Bewusstsein schlüpft dann eben zum Beispiel in die Form von diesem Körpergeist, in die Form von deinem Körpergeist, in die Form von dem Vogel da und von dem Vogel da und von den ganzen anderen Lebewesen auf der Erde, im Universum, wo auch immer, ne? Ein universeller Träumer, der dann eben viele, 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 viele verschiedene Charaktere erträumt. So wie du des Nachts eben auch dein Traumalter-Ego als auch die anderen Wesen in deinem Traum erträumst. Und auch eben die ganze Traumwelt erträumst, in der du, respektive dein Traumalter-Ego, mit den anderen Wesen, Charakteren in deinem Traum aufeinander trifft. Dein Geist erträumt den ganzen Traum, die Traumwelt, dich und die anderen Traumakteure im Traum. Also die Gesamtheit des Traums. So erträumt eben jetzt in metaphorischer Sprache Gott das hier alles. Das, was wir als Wachbewusstsein erleben. Und in diesem Sinne ist eben ich bin Gott. Und Abraham, ne, ist eben all das, was Gott mittels oder durch oder via seiner erträumten Charaktere wahrnimmt, erlebt, beobachtet. Deswegen gilt immer universell, bevor Abraham war, ich bin. Da muss erst der Träumer sein, damit der Träumer dann eben den Traum in seiner Gesamtheit, also bestehend aus Traumwelt und allen Akteuren, respektive Subjekten in der Traumwelt, bevor er das erträumen kann. Da muss erst der Träumer sein, bevor es den Traum geben kann. Da muss erst Bewusstsein sein, bevor da Bewusstseinsinhalte sein können. Bevor Abraham war, ich bin. Es ist immer erst das universelle Sein, das universelle Bewusstsein, bevor sich das dann quasi in individuelle Wahrnehmer sozusagen moduliert oder aufteilt. So wie es einen Ozean mit vielen verschiedenen individuellen Wellen gibt. Da kann man jetzt also ganz viele Metaphern, Sprachbilder, Analogien miteinander mischen. Das ist auch sehr sinnvoll, um da ein besseres Gefühl für zu bekommen. Aber ich glaube, an der Stelle belasse ich es jetzt erstmal bei dem, was ich jetzt hier in diesen, was ich 9 Minuten 30 gesagt habe. Und kann nur hoffen, dass ich damit vielleicht dem einen oder anderen ja einen anderen Zugang zu diesem Bibelvers, zu diesem Bibelzitat oder vielleicht eben auch zur Bibel an sich gegeben habe. Wie gesagt, ich bin ja überhaupt kein Christ. Ich finde es nur immer schön, wenn man unterschiedliche Formulierungen für bereits bekannte Sachverhalte findet, weil
Ganz oft ist es doch so, dass weil unser Geist eben bestimmte Wörter und bestimmte Formulierungen auf die eine oder andere Weise eben versteht, respektive unterschiedliche Assoziationen zu den verschiedenen Begriffen und Formulierungen hat. Deswegen ist es oft so, dass wir quasi viele verschiedene Formulierungen durchlaufen oder durchgehen müssen, bevor dann eine von denen mal klickt und dann haben wir es verstanden. Und deswegen ist es oft so hilfreich, eben auch Formulierungen zu suchen oder mit Formulierungen zu spielen, die vielleicht aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Sphäre, aus einem ganz anderen Kontext kommen. Das kann total helfen, um das, den eigentlichen Sachverhalt, also sozusagen das Tatsächliche hinter der Formulierung oder sozusagen die funktionale Aussage, um die besser zu erfassen. Stell dir mal vor, von den Aussagen, die ich jetzt hier, oder von dem, was ich versucht habe, hier in Worte zu fassen in diesem Video, macht vielleicht, klickt vielleicht, klicken vielleicht 10% bei dir oder vielleicht auch 100%, weiß ich natürlich überhaupt nicht. Aber ein gewisser Anteil davon klickt vielleicht bei dir, macht, zündet bei dir und dadurch schließt du dann sozusagen andere Formulierungen auf. Nachdem es diesen Erkenntnismoment gegeben hat, kannst du dann auch andere Formulierungen für den gleichen Sachverhalt verstehen. Und bei anderen Leuten ist es vielleicht so, die gehen einen anderen Weg. Die verstehen vielleicht zuerst ganz andere Formulierungen und kommen dann sozusagen in einem anderen, in einem Bogen zurück und verstehen dann irgendwann diese Formulierungen. Zum Beispiel eben die Abraham, ich bin Geschichte. Oder noch ganz andere Formulierungen. Es sind immer viele verschiedene Formulierungen, die aber funktional betrachtet ein und denselben Sachverhalt ausdrücken. Und es ist halt sehr unterschiedlich, sehr individuell, über welche Formulierung wir dann quasi den Zugang zu der Erkenntnis bekommen. Und deswegen ist es halt aus meiner Sicht sehr sinnvoll, auch in Gedankengebäuden, wie zum Beispiel eben der Bibel, zu buddeln sozusagen, zu suchen, die einem vielleicht gar nicht, also die gar nicht das eigene Zuhause sozusagen sind. Wenn du eigentlich in einem anderen Denkgebäude wohnst, so wie ich zum Beispiel eigentlich, ja, viel mehr in, ich möchte das einfach mal non-dualen linkshändigen Odinismus nennen. Also ich komme quasi viel mehr aus einem, ja, Left-Hand-Path-Odinismus. Wer mein Buch Odin, Nietzsche und der Pfad zur linken Hand gelesen hat, der weiß das alles. Da komme ich eigentlich her und nicht aus der Bibel, aber wenn ich in dieses andere Denkgebäude reingehe und in diesen Bibeldenkgebäude mir da eben verschiedene Sachen angucke, dann lerne ich eben dazu. Mit anderen Worten, aus einer konsequent odinistischen Perspektive sind natürlich andere Religionen, Denkschulen, spirituelle Pfade und so weiter und so fort einfach nur zusätzliche Brunnen der Weisheit, aus denen man eben trinken kann. Aus denen man trinken kann und somit eben noch weitere ja, Erkenntnis und Einsicht erlangen kann. Und da braucht man auch keine Berührungsängste haben, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt liest er in der Bibel, jetzt wird er quasi mit dem Christenquatsch indoktriniert und infiziert. Nein, da sollte man doch eine gewisse Offenheit und eine gewisse Selbstsicherheit oder ein gewisses Gottvertrauen oder wie immer du es nennen möchtest, einfach ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Sicherheit haben, um auch eben mal in sozusagen unbekanntes Territorium vordringen zu können, um da eben vielleicht eben neue Schlüsselformulierungen zu entdecken, die dir dann eben was Neues aufschließen. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Bei Verständnisfragen oder sonstigen Anregungen natürlich wie immer gerne Kommentare, Brieftauben, Telegram und so weiter und so fort, klar. Und ich hatte mir vorgenommen, ab jetzt immer darauf hinzuweisen, immer so einen kleinen Werbeblock quasi einzubauen, immer darauf hinzuweisen, dass man auf meiner Homepage eine kostenlose Zusammenfassung von all meinen Büchern herunterladen kann. Da hat also ChatGPT als neutraler Dritter, als Außenstehender sozusagen meine bisher veröffentlichten Bücher zusammengefasst. Kannst du dir auf selbstbestimmtheit.com kostenfrei runterladen. Ansonsten der Sonnenwolf Brandbrief, der kommt ab jetzt bei Tipi raus. Haben wir ein bisschen was verändert, die technische Basis quasi, auf der wir da arbeiten. Da wird jetzt, werden wir auch mal mit Audios arbeiten und so. Also wir haben das geupdatet und updaten es weiterhin. Es entwickelt sich weiter. Was gibt es noch zu sagen? Ja, heute ist der 20. September, an dem ich das hier aufnehme. Übermorgen ist also Tag-Nacht-Gleiche. Ja, ein heidnisches Fest.
Ich finde ja, dieses, also ich spreche ja eigentlich immer nicht ungern, aber nur, sage ich mal, sozusagen mit Anführungsstrichen eben über, benutze ich diese Formulierung Heidentum oder heidnisch, weil etwas kann ja immer nur aus der Perspektive von Leuten heidnisch sein, die eben einer Buchreligion, einer abrahamitischen Religion angehören. Also der Begriff Heidentum oder das Adjektiv heidnisch oder pagan, Paganismus, all das macht natürlich immer nur Sinn aus der Perspektive von Menschen, die eben eigentlich die Welt durch die Perspektive einer der abrahamitischen Buchreligionen sehen. Deswegen ist das immer so ein bisschen, finde ich das immer ein bisschen albern, wenn sich Leute dann selber quasi als Heiden bezeichnen. Aber das ist Haarspalterei vielleicht auch. Jedenfalls übermorgen, Tag, Nacht gleiche. Allen, die das feiern, wünsche ich ein schönes Fest. Macht's gut, bis bald.